Hallo liebe Rheinkick-TV-Zuschauer, an meiner Seite sitzt Lukas Nordberg vom FC Viktoria Köln und er tippt jetzt für euch den 28. Spieltag der Regionalliga West. Lukas, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, fangen wir an mit der ersten Partie am Freitag. Borussia Mönchengladbach 2 gegen Wiedenbrück, was glaubst du? Ich glaube, das wird ein klares Spiel für Gladbach, 2-0. 2-0 für Gladbach, alles klar. Weiter geht's am Samstag mit der Partie Schalke 04 2 gegen Lotte. Oh, schwieriges Spiel. Schalke braucht die Punkte, deswegen setze ich auf Schalke, 1-0 für Schalke. Ein weiterer Heimsieg. Kommen wir zur nächsten Partie, Wattenscheid gegen Uerdingen. Oh, auch Abstiegskampf, Wattenscheid gegen Uerdingen, 2-2. Ja, was ich dir jetzt noch sagen muss, die werden natürlich auch gewertet, deine Tipps, ne? Also konzentriere dich weiterhin. Okay. Nächste Partie, Verl gegen Rot-Weiß Essen. Oh, Verfolgerduell, Verl ist gut drauf, sage ich 2-1 für Verl. 2-1 Verl, wieder ein Heimsieg. Kommen wir zu den sportfreien Siegen, die spielen gegen FC Hennef 05. Hennef muss langsam mal richtig punkten, sonst wird das, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube ja auch, aber Siegen muss auch gewinnen, weil die unbedingt in der Liga bleiben wollen. Deswegen sage ich 1-0 für Siegen. Alles klar, 1-0 für Siegen. Nächste Partie ist FC Krai gegen Alemannia Aachen. Oh, wir haben uns auch schwer getan in Krai. Wenn wir noch ein bisschen was erreichen wollen, wäre es natürlich wichtig, wenn die da Punkte liegen lassen würden. Deswegen tippe ich auch ein 1-1. Alles klar, das erste Unentschieden. Also kommen wir zu SV Rödinghausen gegen Fortuna Düsseldorf 2. Ja, Rödinghausen ist gut drauf zurzeit. 2-0. 2-0, dann am Sonntag die Partie RWO, also Oberhausen gegen VfL Bochum 2. Dadurch, dass Oberhausen im Moment keinen Druck mehr hat, weil die Lizenzunterlagen nicht eingereicht haben, vermute ich mal, dass sie frei aufspielen können und dadurch 3-0 gewinnen werden. Alles klar, 3-0. So, letzte Partie, ihr spielt am Samstag um 14 Uhr gegen die Reservemannschaft des FC hier zu Hause. Also einen genauen Tipp will ich jetzt nicht abgeben. Ich will einfach, dass wir das Spiel gewinnen. Wie ist egal, weil wir wollen unsere Serie weiter fortsetzen und das zählt nichts anderes als ein Heimsieg. Gewinnen heißt Tore schießen. Wird Lukas Nordberg wieder eins machen? Ja, das ist eigentlich egal, wer die Tore schießt. Alles klar, danke.